Wenn wir sie und ihre Verbündeten erst ausgeschaltet haben, jetzt haben wir noch gar nicht in die Höhle unten reingekommen. Diese widerwärtige kleine Welt hier unterwerfen. Und vielleicht auch dir. Wenn du überlebst. So. Ich bin gleich bei dir. Hast du bei dir noch was gefunden auf deiner Seite? Hm. Außer ein paar Gegner. Ich guck mal schnell, ob noch ein bisschen Gold da liegt. Die Höhle gucken. Nee. Komm her. Warte mal, was steht da? Danke. Jo, das war's schon. Achso. Endlich! Überall Blut. Alter. Nur Skelette, ey. Auch laut überall. So. Jetzt machen wir hoffentlich endlich diese scheiß Hexe platt. Sieht ganz danach aus. Warte mal. Warte. Kurzer Schluck. Zum Trinken seltener Schulterschutz. Oho. 54 Schulterschutz. Plus 4 Stärke, plus 23 Vitalität. Regeneriert 2 Leben pro Sekunde. Ja. Das nehme ich mal an. Auf jeden Fall ein schickes Ding. Gut. Okay. Ja. Euer Schicksal ist besiegt, Magda. Hier endet die Jagd. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Oh,
Ja! Der Wahnsinn. Ich habe hier nur gelbes Zeug, Alter. Naja, zum Verkaufen reicht. Gelbe sind seltener, ne? Oh, ja, besser stimmt, ja. Besser als das blaue. Ja, ja, ist klar. Entschuldigung. Ich bin der Noob. Auch ein Rechtsarter. Ey, 25,6. Wow, neue Armbrust. 28, wow. Ja, wie nice, Alter. Vielleicht noch ein Gürtel für dich. Was Licht? Ich hätte noch einen Gürtel für dich. Mhm. Ich habe jetzt Rüstung 25 und sowas. Geisterstunde. Oh. Ja, danke. Legendäre Prügeleien. Nice, nice. Jetzt brauche ich nur noch die Krone, ey. Oh, wir haben Edelsteine gefunden. Kann man später beim Juwelier, wenn man den gefunden hat, ja, abgeben. Dort aktivieren. Mhm. Also die kannst du noch zu anderen, zu größeren zusammenbauen. Okay. Oh, dann kehren wir mal in das Lager zurück. Mhm. Schwingen. Ups. Als sie ihr Leben aushauchte, behauptete Magda, dass der Dämonenfürst Belial über unsere Welt herrschen würde. Lieber sterbe ich, bevor ich solch ein düsteres Schicksal Wahrheit werden lasse. Die böse Hexe ist tot. Juhu. Juhu. Darf ich Schlampe sagen? Die Schlampe ist tot? Ja, dann darfst du es aber erst ab 23 Uhr senden, ne? Achso, okay, dann sage ich es mal nicht. So. Ausbildung? Nee. Ach Quatsch. Gut. Also ich habe jetzt 23 mal feine Essenz. Da kann ich mir schon irgendwas bauen, ne? Mhm. Aber da warte ich mal noch. Weil... dadurch, dass du ja auch immer was Gutes findest. Na Quatsch.
Das kann man weghauen. Hat eh keinen Wert. Die seltenen Gegenstände könnte ich ja hier auch verkaufen. Ja, dann mache ich das mal ganz schnell. Es sind keine Wachen in der Nähe. An den meisten meiner Waren klebt fast kein Blut mehr. So, wie man sieht, hat sich mein Charakter jetzt doch schon noch ein bisschen verändert. Ich habe jetzt neue Schulterklappen, sage ich jetzt mal, Schulterstücke, Schulterpanzerung irgendwie. Ja, und ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder eine rote Farbe bekomme für meinen Mantel. Er rastet gleich aus hier. So, ja, dann sprechen wir mal mit Tyrael. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Ich habe diese Wachen beim Außenposten von Kasim gesehen. Sie sind die Schlangendämonen von Belial, als Menschen getarnt. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe, ist vielleicht bereit, uns zu helfen. Ich werde mit ihr sprechen. Eine kaiserliche Audienz. Na gut. Bist du bereit? War immer da. Schwingen. Diese Dämonenjäger. Hauptmann Ravan, hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkanus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Ich werde ihn... Oho. Das ist doch eine Haustür. Ich führe euch zum Palast. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkanus verantwortlich seid. Lügen. Alkanus war das finstere Werk von Magda und ihrem Zirkel, den Dienern Belials. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Na, sie wieder. Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Na, super. Wir müssen von hier weg, bevor noch mehr Wachen kommen. Und das jetzt schon alle? Anscheinend. Warte mal kurz, ich will noch ein bisschen was aufsammeln. Ich wurde befördert. Netzpfeil, aha. Alle, die ich jetzt mit meinem Schnellfeuer treffe, werden verlangsamt. Sehr schön. okay.
Voll der Ausraster nochmal. Okay. Also da merkt man schon den Hass. Den ja! Hass! Ja! Yeah. Oh, eine neue Farbe. Ja, was habe ich noch Neues? Maximale Disziplin wird erhöht dadurch. Gut, gibt's hier noch was zu finden? Ne, wa? Ja. Okay, dann können wir auch weitergehen. Fleet, ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles... Rückendeckung ist ja gut und schön, wenn die Gegner nur von vorne kommen, ja? Monster getötet. Es wurde auch mal wieder Zeit. Ich bin in Rage. Und ich zerstöre gleich mal. Oh, warte mal. Ein Drachenschild. Und Gold. Muss es einen Weg in die Kanalisation geben? Hier geht es in die Kanalisation. Ah ja. Hinein! Irgendwo mal hier noch. Quest beendet. Warte. Wir werden sie finden. Auf jeden. Warte mal, ich hab da eben. Schild brauche ich nicht wirklich, das kann ich verkaufen. Magda hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Seid vorsichtig, Lea. Es könnte Gründe geben, aus denen euch eure Mutter diese Tatsachen vorenthalten. Das sieht so geil aus. Aus. Okay,
Bin ich richtig in Rage hier, ey. Das ist geil. Adria sollte hier sein. Elendsgrube. Naja. Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein. Wir wissen von den dreien, mit denen wir Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Ergreift sie! Lea, meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling, ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Jetzt ist nicht die Zeit zu reden. So geil. Ich war auch mal wieder zurück. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kains Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kull erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja, er war ein... Wir müssen ihn... Was ist jetzt? Ich habe Lea wieder mit ihrer Mutter, der Hexe Adria, vereint. Sie hat uns vom schwarzen Seelenstein erzählt. Einem Artefakt, das die Herrscher der Hölle ein für alle Mal vernichten könnte. Ich muss ihn unbedingt finden. Das ist ganz gut, ne, mit den Zwischensequenzen. Mhm. Hätte ich nicht gedacht.